Okay, das wird ein richtig schönes Video. Wisst ihr warum? Weil wir ein so wunderbares Thema jetzt haben. Wiedergeburt. Das ist so ein schönes Thema. Wiedergeburt kann man jetzt schon während unserer Lebzeit erleben. Das heißt, wir können jetzt schon von Neuem geboren werden. Und es gibt auch Menschen jetzt in dieser Zeit, die von Neuem geboren sind, die ein neues Leben bekommen haben. Und was das bedeutet, darum geht es in diesem Video. Im letzten Video haben wir uns das angeschaut, was sind die Voraussetzungen dafür, um ein neues Leben überhaupt zu bekommen. Kurz gesagt, um ein neues Leben zu bekommen, musst du bereit sein, dein altes abzugeben. Ganz einfach. Und das alte Leben bedeutet ein Leben, was dir in Wirklichkeit überhaupt nicht gut tut. Das legen wir ab und nehmen ein neues Leben, was uns wirklich gut tut. Was uns wirklich Freude schenkt. Eine ewige Freude. Weil Jesus gesagt hat, wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Das heißt, wer nicht von Neuem geboren ist, wenn du nicht von Neuem geboren bist, dann kommst du nicht in den Himmel. Ganz einfach. So ist es. Du bist nicht von Neuem geboren, dann kommst du auch nicht in den Himmel. Wenn du von Neuem geboren bist, dann kommst du auch in den Himmel, wenn du stirbst. Und als Jesus das gesagt hat, wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Da hat ein Mann gefragt, ja, aber Moment mal. Wie ist das überhaupt möglich, dass ein Mensch wieder im Bauch seiner Mutter hineinkehrt und dann von Neuem geboren wird? Das geht doch gar nicht. Stimmt. Aber was meint jetzt Jesus mit Wiedergeburt? Was bedeutet Wiedergeburt? Warum ist Wiedergeburt so wichtig? Wie funktioniert das? Was verändert sich? Wer kann es erleben? Das werden wir jetzt in diesem Video anschauen. In Johannes Kapitel 1, Vers 12 und 13 steht, die ihn aber aufnahmen, also Jesus aufnahmen, und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das wurden sie nicht, weil sie zu einem ausgewählten Volk gehörten, auch nicht durch menschliche Zeugung oder Geburt. Dieses neue Leben gab ihnen alleine Gott. Dann wissen wir jetzt schon mal, das neue Leben kommt von Gott. Jetzt schaut mal her. Durch die ganz natürliche Geburt, die wir ja alle erlebt haben, sonst wären wir ja nicht da, wurden wir zu Menschenkinder. Aber durch die Wiedergeburt werden wir zu Gotteskinder. Durch die natürliche Geburt wurde unser Name im Stammbuch eingetragen. Wir können die Welt sehen. Wir leben in der Welt. Durch die Wiedergeburt wird unser Name im Buch des Lebens im Himmel eingetragen. Wir können den Himmel sehen. Warum ist das so wichtig? Durch die natürliche Geburt werden wir also Bürger dieser Welt. Durch die Wiedergeburt werden wir Bürger des Himmels. Jesus hat ja gesagt, wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Also ganz klar und deutlich gesagt, wenn du nicht von Neuem geboren bist, kommst du nicht in den Himmel. Ganz einfach. Deswegen ist es so wichtig, dass du dir jetzt die Frage stellst, bin ich wirklich wiedergeboren? Bin ich wirklich wiedergeboren? Wenn nicht, dann kommst du nicht in den Himmel. Das ist wichtig. Das sagt ja nicht ich, das sagt ja Jesus. Und Jesus ist der Weg zum Himmel. Und wenn er sagt, wenn du nicht von Neuem geboren bist, kannst du nicht in den Himmel. Wenn du kein Kind Gottes bist, dann kommst du nicht in den Himmel. Es gibt hier eine wichtige Anmerkung jetzt. Ne? Also du musst ganz genau zuhören. Es betrifft nur Menschen, die in der Lage sind, solche Entscheidungen auch zu treffen. Es gilt jetzt nicht Babys oder Kinder, die zu früh gestorben sind. Dort wird Gott schon gerecht handeln. Er ist gerecht. Er ist vollkommen. Und er wird keinen Fehler machen. Schließlich hat der Jesus auch gesagt, lass die Kinder zu mir kommen, denn denen gehört das Himmelreich. Aber wenn du heute zum Beispiel dieses Video anschaust und ganz genau weißt, okay, ich habe die Wahl, entweder ich bekehre mich, aber so richtig echt, ne? Also ich lasse mein komplett altes Leben einfach liegen und möchte das neue Leben von Gott haben, ich möchte mein ganzes Leben in Gottes Hände legen, um ein neues Leben zu bekommen, um wiedergeboren zu werden. Und wenn wir vor der Entscheidung stehen und sagen, nee, ich will nicht, dann haben wir ein Problem. Weil es ist ja nicht das erste Mal, dass du wahrscheinlich gehört hast, dass du dich wirklich bekehren musst, dass du dein Leben in Gottes Hände legen musst und so weiter. Und wenn wir, dafür ist es gemeint, wenn wir nicht uns dafür entscheiden, Frieden mit Gott zu haben, dann haben wir ein Problem. Dann kommen wir nicht in den Himmel. Okay, lass uns jetzt mal ganz gut aufpassen, ganz gut zuhören. Ich werde gleich etwas sagen. Wenn du das verstanden hast, dann werden in dir so viele Fragen beantwortet werden. In dir werden Lichter aufgehen. Du wirst so vieles verstehen. Also lass uns jetzt mal ganz gut zuhören. Das ist wirklich wichtig, wenn du das verstanden hast. Wir müssten mal über das Leben
und den Tod mal ganz kurz sprechen, um die Wiedergeburt so richtig zu verstehen. Okay? So. Das Leben kommt von dem, der selbst das Leben ist. Jesus Christus. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist das Leben und alles Leben wurde durch ihn erschaffen. Jesus ist das Leben kommt von Jesus. Der Tod, wir wissen, Tod ist etwas nicht Schönes. Es macht kaputt, es macht traurig, es zerstört. Die Eigenschaft zu sterben kam durch die Sünde. Das heißt, der Tod ist etwas nicht Schönes, nicht Gutes. Der Tod kommt vom Teufel. Das Leben kommt von Jesus, der Tod kommt vom Teufel. Der Teufel hat die Macht des Todes. So, gut, bis hierhin. Bis hierhin haben wir alles verstanden. Im letzten Video gab es eine Bibelstelle, in der hieß es, dass alle Menschen, die sich nicht bekehrt haben, die ungläubig sind, die in Sünde leben, die werden den zweiten Tod erleben. Den zweiten Tod. Der zweite Tod ist die Hölle. Der Feuersee. Sie werden in den Feuersee geworfen. Also es gibt den ersten Tod und den zweiten Tod. Und jetzt hört mal ganz genau zu. Der erste Tod, der zerstört unser Körper. Ne? Wird begraben und weg ist er. Der zweite Tod zerstört unsere Seele. Also, der erste Tod ist der Feind des natürlichen Lebens. Der zweite Tod ist der Feind des ewigen Lebens. Der erste Tod, der trennt uns für immer von unser Leib. Also, wenn wir sterben, unsere Seele ist vom Leib getrennt. Der zweite Tod trennt uns für immer von Gott. Okay? Bis hierhin verstanden? Wenn nicht, dann musst du einmal kurz zurückspulen. Und jetzt kommt's. Jetzt ist es nochmal richtig wichtig. Der erste Tod, der ist für alle Menschen, die schon mal gesündigt haben. Also für uns alle Menschen. Wir haben alle gesündigt. Der erste Tod ist für alle Menschen, die schon mal gesündigt haben. Der zweite Tod ist für alle Menschen, die ihre Sünde nicht bereut haben, die sich nicht bekehrt haben, die keine Buße getan haben, die kein neues Leben von Gott bekommen haben. Für denen ist der zweite Tod. Der zweite Tod ist viel, viel schlimmer als der erste Tod. Und genau deswegen mache ich dieses Video, damit jeder, der dieses Video anschaut, nicht den zweiten Tod erleben wird. Und sich dabei sogar sicher sein kann. Warum? Jesus hat hier die Krönung gebracht. Jesus hat die Macht des Todes besiegt. Für immer. Jesus hat die Macht des Todes besiegt. Und alle, die es in Anspruch nehmen, die Jesus in ihr Herz aufnehmen, die diese Rettung annehmen, die werden bewahrt werden vom zweiten Tod. Warum? Weil sie sind so neu geboren. Ein Mensch, der einmal geboren ist, wird zweimal sterben. Ein Mensch, der zweimal geboren ist, wird nur einmal sterben. Der wird den zweiten Tod nicht erleben. Der wird für immer und ewig bei Gott sein. In Johannes 11, 25, 26 heißt es, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, der wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Das ist wichtig. Jesus sagt, du wirst nicht sterben. In der Ewigkeit, du wirst nicht sterben. Du wirst nicht getrennt sein von Gott, wenn du an mich glaubst, wenn du mich als deinen persönlichen Erretter annimmst. Das ist wichtig, mein Freund. Wenn du dich nicht bekehrt hast, wenn du keine echte Bekehrung erlebt hast, warte nicht. Warte nicht, bis es zu spät ist. Mach diesen Schritt. Das ist gar nicht so kompliziert. Das ist überhaupt gar nicht kompliziert. Jesus hat das so einfach gemacht. Wenn du nicht weißt, wie das geht, schau dir das letzte Video an. Geh zu einer geistlichen Gemeinde, zu Christen, die wiedergeboren sind. Geh zu denen hin und lass dir das erklären. Lass dich unterstützen. Lies die Bibel. Wenn du keine Bibel hast, du kannst dich gerne bei mir melden. Ich schicke dir kostenlos eine zu. Geh diesen Weg. Bekehr dich. Tu Buße, dass du wirklich von Neuem geboren wirst. Ein Kind Gottes. Ich werde dir jetzt auch erklären, wie so eine Wiedergeburt funktioniert. Also als erstes, Gott ruft den Menschen, dass er sich umkehrt, dass er sich bekehrt, dass er Buße tut, dass er sich von seinen Sünden abwendet, von seinem altes Leben abwendet und sich Gott zuwendet. Okay? Das tut Gott. Gott ruft den Menschen und er macht das aus Liebe, damit wir nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben bei ihm haben werden.
In der Apostelgeschichte 3,19 heißt es: So tut nun Buße und bekehrt euch, damit eure Sünden ausgetilgt werden, damit die Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Und in 2. Korinther 5,20 heißt es: So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus: Lasst euch versöhnen mit Gott. Lass dich versöhnen mit Gott. Gott ruft dich auch heute durch dieses Video. Gott hat dich wahrscheinlich öfters schon gerufen, dass du dich bekehren sollst, dass du umkehren sollst, dass du dein altes Leben liegen lassen sollst, dass du eine echte Bekehrung erlebst, damit du wiedergeboren wirst. Gott ruft dich. Gott klopft an deinem Herzen, wenn du es noch nicht getan hast. Und wenn du bereit bist, diesen Schritt zu tun, dein altes Leben liegen zu lassen, um von Gott ein neues zu bekommen, dann kannst du es auch heute tun. Es ist wirklich nicht schwer. Es liegt nur daran, willst du es oder willst du es nicht. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das Geschenk Gottes aber, das ewige Leben. Als Antwort auf unsere Bekehrung schenkt Gott uns ein neues Leben, die Wiedergeburt. Und bitte, stell dir einfach jetzt mal die Frage: Bist du vom Neuen geboren? Bist du wiedergeboren? Hast du die Wiedergeburt erlebt? Lass uns jetzt mal so die Merkmale einer Wiedergeburt anschauen. Also, was verändert sich überhaupt? In 2. Korinther 5,17 heißt es: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Natürlich, jeder Mensch ist unterschiedlich, das ist klar. Der eine wird nach seiner Wiedergeburt sofort große Veränderungen feststellen. Der andere merkt im Laufe der Zeit, im Laufe der Tage, Wochen, dass sich immer wieder was verändert und es verändert sich. Aber es verändert sich was. Es wird etwas neu. Der eine merkt etwas, die anderen schauen einen Menschen an und sagen: Boah, was ist mit denen plötzlich los? Beim anderen kommt die Veränderung mit der Zeit. Ganz unterschiedlich. Wichtig ist, dass sich was verändert. Wichtig ist, dass wir vom alten Leben loslassen und das neue Leben annehmen. Unser Denken wird sich verändern. Unsere Sichtweise auf unser Leben wird sich verändern. Wir werden unser Leben mit einer ganz anderen Perspektive sehen. Das, was vorher wichtig war, ist nicht mehr wichtig. Das, was unwichtig war, wird plötzlich wichtig. Man will beten, man will Bibel lesen. Nicht man muss, man will es. Warum? Weil es Freude gibt, weil es Mut gibt, weil es Kraft gibt, weil das Wort Hoffnung gibt, weil es einfach Trost gibt, weil es einfach Freude, Liebe schenkt. Und genau deswegen heißt es, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Das heißt, ein Mensch, der sich nicht bekehrt hat, der nicht von Neuem geboren ist, für den ist das Wort, er verachtet das. Aber ein Mensch, der wiedergeboren ist, der ein Kind Gottes ist, für ihn ist das Wort Kraft, Power, Motivation, Hoffnung, Liebe, Freude. Er freut sich, darin zu lesen. Er liest und in ihm bewegt sich etwas. Das gibt richtig Kraft. Man will gerecht leben. Man will Gutes tun. Man wird die Sünde hassen. Das heißt nicht, dass ein wiedergeborener Mensch nie mehr sündigen wird. Oh doch. Aber er kann nicht in Sünde leben. Er kann sich darin nicht wohlfühlen. Wenn er mal gesündigt hat, dann kommt er zu Jesus und sagt: Herr, bitte vergib mir meine Sünden. Und Jesus wird sie vergeben. Jesus hat die Sünde am Kreuz bezahlt für unsere Sünden. Er wird uns vergeben. Wir bekommen neue Liebe zu unseren Mitmenschen. Sogar Liebe zu unseren Feinden. Wisst ihr, was das heißt? Feinde gibt es gar nicht mehr. Für einen wiedergeborenen Christ gibt es dann keine Feinde mehr. Liebe für alle Menschen. Wir werden unser Leben mit einer ganz neuen Perspektive sehen. Ein Leben voller Freude, voller Liebe, voller Zufriedenheit, Dankbarkeit, Hoffnung und Vertrauen. Wisst ihr warum? Weil wir ganz genau wissen, wir haben Frieden mit Gott. Wir sind gerettet. Wir sind Gottes Kinder. Und wenn wir mal sterben, dann werden wir bei ihm dort im Himmel sein. Und was uns da so sicher macht, das nennt sich Heilsgewissheit. Ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt sterbe, dann komme ich in den Himmel. Heilsgewissheit. Und genau darum geht es im nächsten Video. Heilsgewissheit. Was bedeutet Heilsgewissheit? Wie bekomme ich Heilsgewissheit? Was macht uns da überhaupt so sicher? Woran halten wir überhaupt fest? Woran können wir sagen, okay, das stimmt. Das ist wirklich wahr. Das stimmt wirklich.
Heilsgewissheit, das ist so. Wenn ich jetzt sterbe, ich werde im Himmel sein. Ganz sicher. Und daran gibt es nichts zu rütteln. Daran gibt es keine Zweifel. Ganz sicher. Heilsgewissheit. Wer kann diese Heilsgewissheit überhaupt haben? Und wie bekommt man es? Schau dir das unbedingt an. Und vergiss nicht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen. Ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen gottesreichen Segen. Ich wünsche dir, dass du dich wirklich, dass du eine echte Bekehrung erlebt hast, dass du von Neuem geboren bist. Wenn du Fragen hast, dann such in deiner Umgebung wiedergeborene Christen, echte Christen, dass die dich dabei helfen. Geh in einer Gemeinde, lass dich unterstützen, lass für dich beten. Wenn du nicht alleine klarkommst, such einfach Unterstützung. Natürlich kannst du mich auch gerne anschreiben. Meine Kontakte findest du in der Videobeschreibung. Ich werde dir, so gut ich kann, einfach helfen, den Weg mit Jesus zu gehen. Ich wünsche dir gottesreichen Segen.